So. Sprich mit den Banditen. Dieb, ihr habt wohl die falsche Karawane angegriffen. Haltet still, ich beende euer Leiden. Nein, mein Herr. Ich habe diese Banditen getötet. Und ich höre erst auf, wenn der Rest ausgeweidet ist. Hört ihr nicht dazu? Nicht aus freien Stücken. Sie zwangen mich dazu, um die Schulden meiner Familie zu begleichen. Ich arbeitete jahrelang für sie, und als ich nach Hause kam, hatten sie meine Familie ermordet. Ihnen alles gestohlen. Ich werde erst sterben, wenn ich jeden Einzelnen umgebracht habe. Sie verdienen den Tod, doch ihr schafft das nicht allein. Eure Hilfe wäre sehr willkommen. Mein Name ist Gomio. Jin Sakai, zeigt mir, wo die anderen sind. Oh, das Messer ist cool. Ich wünschte, ich hätte sie längst getötet. Wir tun es gemeinsam. Gehen wir. Gomio. So, so. Jetzt helfen wir schon dem Dieb. Gut, ich meine. Wenn ihr etwas Nützliches wisst, sagt es. Natürlich. Ich kenne dieses Lager gut. Sie sind außerhalb des Hauptlagers. Späher. Wir sollten sie zuerst ausschalten. Hab ich vor. Ist jemand da drin? Das gehört ihrem Anführer, Goro Hachi. Er ist der Schlimmste von allen. Was ist da drin? Da schlafen diese Bastarde. Das Gebäude, da am Wasser. Dort bewahren sie die Beute auf. Das Lager ist größer als erwartet. Diese Banditen bedrohen die ganze Präfektur. Gehen wir. Wir schaffen es. Sie werden alle sterben. Hinter euch! Will das nicht sparen? Was war das? Der Geist! Deckung! Erstmal gucken, was sie so haben. Eins nach dem anderen. So, das läuft doch aktuell sehr gut. So, hier ist nix. Das ist schon mal ganz gut. Yeah.
So, da bewahren sie die Beute auf. Hier schlafen diese Bastarde, hat er gesagt. Was war das? Feindlicher Schütze! Das ist das Ende, Samurai! Junge, das war noch gar nichts. Einer hat hier geschlafen. Zwei. Komm schon. Hier ist nix. Nur noch die drei. Hey, Boys. Was war das? Zeig mal. So, Gorashi, komm mal her hier. Nehmen wir nochmal einen Pfeil mit. Die sind jetzt voll, das ist schon mal ganz gut. Und jetzt holen wir diesen Lümmel raus. Fast da. Wenn ihr bereit seid. Will der überhaupt hin? Niemand hier. Wisst ihr, wo sie hin sind? Lauf mir nicht weg. Oh! Bastard! Es war mir eine Freude, deine Familie zu töten! Gorohachi, dein Kopf gehört mir! Na dann, komm mal her hier, Lümmel. Behandeln. Ich hätte tot sein sollen, als ihr mich fandet. Ihr habt eure Familie gerecht, Gumio. Mit eurer Hilfe, mein Herr. Jetzt bitte ich euch um einen letzten Gefallen. Lasst meine Leiche nicht bei diesem Abschaum zurück. Versprochen. Findet Frieden, Romeo.
Interessant. Na gut, jetzt will ich aber nochmal gucken, ob ich vielleicht noch bei den Typen dort irgendwas finden könnte. Glaube ich aber nicht, um ehrlich zu sein. Ah, sind wieder zurückgekehrt. Gut. Dann haben wir das doch auch schon mal gemacht. Und eigentlich hier mal weiter. Gucken, was dort passiert. Ziele mit L. Ja, genau. Ziele mit L. Hm. Klappt ja super. Habe ich ja schon so oft probiert. So. Mal gucken, ob dem irgendwas passiert ist. Aber ich muss eigentlich... nach rechts. Guck ich mal, ob ich vielleicht über den Berg kann. Ah, ist hier eine Weggabelung, okay. Warum geht der Vogel in diese Richtung? Aber wo? Da. Zurück! Oh, verzeiht mir. Ich hielt euch für einen von denen. Das war eine der Statuen von Meister Iso. Es reichte den Mongolen nicht, meinen Vater zu töten. Sie mussten sein Vermächtnis schänden. Ihr seid Meister Isos Sohn. Mein Beileid. Einen wie ihn wird es nie wieder geben. Das war seine beste Statue. Mit Werkzeug könnte ich sie restaurieren. Aber seine Mörder nahmen uns auch unser Haus. Ich besorge das Werkzeug. Ehren wir euren Vater, indem wir sein Werk restaurieren. Vielen Dank, mein Herr. Unser Haus liegt am Ende der Bergstraße. Und wenn ihr ihn rächen könnt... Das werde ich. Diese blöden Lümmel. Fleisch und Stein. Am Ende der Bergstraße, hat er gesagt. Oben, nehme ich an. Meister Isos Haus. Hat sich jetzt das Haus verzogen. Das Bildhauerwerkzeug muss hier sein. Somschon genau schick, Bolson. Jum alle da. Jut, Jusweje.
Der Mumbai ist Tarsla. Jagst du's nicht? Jemand benutzt das Werkzeug des Meisters. Meister Iso. Er lebt. Was? Meister Iso, ihr lebt. Euer Sohn denkt, die Mongolen hätten euch getötet. Armer Junge. Ich bringe euch zu ihm. Nein. Ich lebe noch, weil ein Mongolen-General meine Arbeit bewundert. Die Mongolen verstümmeln eure Skulpturen, zerstören euer Vermächtnis. Ich soll für Kublai Khan persönlich ein Meisterwerk erschaffen. Ich kann nicht ablehnen. Nehmt euer Werkzeug. Wir gehen. Welche meiner Statuen ist beschädigt? Der Bosatsu die Straße hinunter. Ihn schuf ich zur Geburt meines Sohnes. Nicht meine beste Arbeit. Er sieht das anders. Mamoru ist ein guter Sohn. Doch er hatte noch nie ein Auge für die Kunst. Sagt, was ihr wollt. Aber diese Statue gehört zu den Besten in ganz Kushi. Kushi. Wisst ihr, wie riesig das Mongolenreich ist? Das klingt, als wärt ihr auf Ruhm und Ehre aus. Ihr etwa nicht? Jeder respektiert und fürchtet den Geist, nicht wahr? Ich kämpfe, um mein Volk zu retten. Ihr habt Glück. Ihr musstet nie wählen zwischen der Pflicht euch selbst gegenüber und anderen. Ja, hat der recht. Hier lang. Wir mussten nicht wählen. Wir machen das, was uns gesagt wird. Wir haben ja keine Wahl. Na, das ist halt die Frage, ne? Ich würde gerne wissen, was dieser rote Nebel zu bedeuten hat. Runter! Keinen Laut! Mein Sohn. Leise. Wollte schon sagen, der macht mich jetzt nicht noch platt. Das war so klar. Lieber Mamoru. Er starb für euer Vermächtnis. Ich würde es gegen sein Leben tauschen. Ihr könnt nur sein Andenken ehren. Der Mann sein, für den er euch hielt. Es tut mir leid, mein Sohn. Tja. Nicht so toll, ne? So, was haben wir denn alles hier? Ja, ich habe so das Gefühl, ich gehe jetzt weiter in die Last des Diebstahls. Geschichte fortsetzen. Warum eigentlich nicht?
Das verstehe ich jetzt nicht. Also ich verstehe es jetzt aktuell nicht ganz, warum ich hier lang muss. Kann ich das nicht den Leuten einfach im Tempel geben? Ich bringe euer gestohlenes Gut zurück. Ich hätte nicht gedacht, dass ich sie wiedersehe. Einer eurer Mönche hat sie mit seinem Leben beschützt. Dieser Mann war kein Mönch. Er war ein Bauer, dem wir Obdach gewährten. Eines Morgens war er fort, zusammen mit dieser Statue und einer meiner Roben. Dann war er kein Märtyrer. Er war ein Dieb. Alle unsere Entscheidungen haben Konsequenzen. Seine endeten im Leid. Ja, wäre aber da geblieben. Wäre vielleicht noch am Leben. Na gut. So, die Frage ist, wo und was wollen wir jetzt weitermachen? Was? Geschenkaltar. Ja, nehme ich doch mit. Erhalte entschlossen, indem du Gegner besiegst oder angreifst. Aber beim Angriffen, bei Angriffen habe ich jetzt noch keine Entschlossenheit bekommen. Finde die Strohhut-Assassinen in Toyotama. Will ich da wirklich weitermachen? Also Vorräte kriege ich geschenkt, aber das war es auch schon. Lass mich mal überlegen, wo könnte ich denn theoretisch hier? Ich kann zum Legend... Oh, wie kann ich denn da hinreisen schnell? Ich find's cool, aber warum? Die Mongolen haben Geiseln genommen, wenn der Gegner... Lorio ist hier, aber keine Spur von anderen Menschen. Ich einst einen Mann, der einen Handel mit einem Tengu eingehen wollte. Es dauerte nicht lang. Die Invasoren werden unsere Arbeit hier nicht aufhalten. Ist ganz schön hell hier. Fürst Sakai. Norio, wo sind die Mönche aus eurem Tempel? Hochi und seine Anhänger kamen vom Zedern-Tempel, um die Heiler im Dorf auszubilden. Die Mongolen entführten sie. Sonst nahmen sie nichts. Hochi ging friedlich mit, da verschonten sie das Dorf. Abschlachten, wer sich wehrt. Unterwerfung belohnen. Kutuns Lieblingstaktik. Er hätte nicht mit ihnen mitgehen sollen. Er opferte sich selbst für das Dorf. Sie werden zurückkommen. Er hat das Ende nur hinausgezögert. Dann ist es gut, dass ihr und ich hier sind. Das stimmt. Können wir uns mal rasieren? Ich finde es komisch, dass er so ein Vollbart kriegt. Das passt irgendwie nicht zu dem. Wisst ihr, wo sie hin sind? Sie ritten an den Teefeldern vorbei. Suchen wir ihre Spuren. Zuerst das mit dem Abt in Kushi. Jetzt entführen sie Hochi und seine Mönche. Die Kriegsmönche des Zedern-Tempels sind mutig. Die Mongolen sehen euch zu Recht als Gefahr. Ja, schlag der Schlange den Kopf ab und dann war's das. Dementsprechend... Sie kamen nachvollziehen. Hier, an den Teefeldern entlang. Sucht nach Spuren. Machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Also dann macht's gut, tschüss.